besser. Das ist keine Entschuldigung. Servus. Hallo. Ist irgendwas? Ist jemand gestorben? Ja, mein Glauben, dass der Vincent jemals das Abitur schafft. Ach, das Zeugnis, da schau her. Na, ist doch ganz gut. Naja. Ganz gut. Gut sind Zwarer und Einser. Einser sind sehr gut. Bist statt. So was gibt's bei uns nicht. Ja, nur ein Fünfer. Ja, aber ausgerechnet in Englisch. Ja. Also am gescheitsten wäre es, wenn er zum Beispiel eine Brieffreundschaft in Amerika hätte, weil da lernt er wirklich was. Ja, Marie, heute schreibt man doch bloß noch E-Mails. Eben. Wir haben ja nicht einmal Internetanschluss. Ich schätze mal, die Kommunikationsmittel hier draußen haben sich seit dem Bauernkrieg nicht mehr verändert. Hm. Mach da nichts draus, Vincent. Kommst einfach mal nach der Schule zu uns ins Präsidium. Da kannst surfen, mailen und chatten, so viel du willst. Na, die Stockel wird sich freuen. Verfahren? Nein. Oder wollen Sie zu mir? Nein, eigentlich wollte ich zur Bärbel. Das gibt's ja nicht! Hallo! Nachschub! Geh, Ulrich, das jetzt nicht denkt. Eine meiner ältesten Freundinnen studiert Jura in Harvard. Da bist du bei der Doktor. Na, das dauert schon noch ein bisschen. Mei, ich hab dich immer so beneidet. Amerika. Man muss nicht gleich nach Amerika gehen, um glücklich zu sein. Das ist da auch wunderschön. Ja, trotzdem, ich hätte schon mal Lust gehabt, dich zu besuchen. Aber weißt du, wie es ist? Ich kann nicht einfach alles stehen und liegen lassen. Was? Hättest du mich fragen können? Ich hätte schon aufgepasst auf dem Hof. Und ich passe auf ihn auf. Das darfst du nicht ernst nehmen. An sich mögen die sich irgendwo. Aber sag mal, wie lange bleibst du überhaupt? Ja, vielleicht noch 2 Wochen. Ich bin ja schon eine da. Was? Und dann meldest du dich erst jetzt? Naja, du weißt ja. Der Vater und die Anna, die haben mich auch schon so lange nicht mehr gesehen. Da bin ich halt erst mal daheim gewesen. Jetzt aber Prost auf die Heimkehr. Na, lieber nicht, sonst komme ich gar nicht mehr heim. Na und? Du kannst doch hier übernachten. Ja. Bei mir drüben wäre auch noch ein Platz frei. Ja, ja, freilich. Ich würde dir eine meiner besten Freundinnen ausliefern. Okay, wie du mich wieder hinstellst. Woher kommt es bloß? Prost. 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 Schön, dass du da bist. Ich weiß auch nicht, was er hat. Geht einfach nicht. Oh Gott, von Anton, erschreck mich doch nicht so. Der muss ja mal mit dem Notschalter ausgemacht haben. Okay, das gibt's doch nicht. Wo kommst denn du jetzt her? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Schau mal lieber, dass du den Lift wieder hochkriegst. Mach ja schon. Vielleicht hat sich das Seil verklemmt. Ja, was ist? Da oben ist der Vater. Morgen. Steht Ihnen gut die Morgensonne? Stimmt. Danke. Guten Morgen, meine Herren. Morgen. Guten Morgen. Der Herr Dr. Stieber aus dem Innenministerium. Sie wissen schon, der für die Aufsicht über die Polizeidirektion zuständige Mann. Also der hat sie kommen angesagt. Und? Was weißt du nicht, was der will? Auf jeden Fall möchte ich darum bitten, dass hier äußerste Ordnung herrscht. Das ist doch alles wunderbar hier. Ja, hier vielleicht, aber nicht hinter dieser Tür. Also, wenn ich da nur an Ihre Schreibtische denke. Moment, Sie meinen doch sicher nur einen bestimmten Schreibtisch. Auf jeden Fall habe ich Frau Stockel gebeten, dass sie ein bisschen ein Auge auf alles hat. Ab sofort ist Frau Stockel dafür verantwortlich, dass hier Ordnung herrscht, wenn hier der Dr. Stieber kommt.
Also ich war das erste Mal was aus der Kantine. Nein. Was nein? Es gab eine Leiche. Ein Mord? Das ist noch nicht ganz klar. Der alte Wöllner ist tot in seinem Lift gesessen. Das ist der Vater von der Bärbel. Wenn Sie bitte zurücktreten möchten. Ja, so, danke. Okay. Guten Morgen. Guten Morgen. Wo ist denn der Michi? Das weiß ich nicht. Aha. Wir haben den dort gefunden. Ja, Herr Huber. Danke. Lange, Herr Huber. Kriminalpolizei. Mein Name ist Sartori, das ist mein Kollege Hofer. Kannten Sie den Toten? Ja, schon gut. Ich meine, ich war meistens hier in der Talstation und ich oben auf dem Berg. Aha. Wie lange haben Sie normalerweise Dienst hier? Bis um 5 Uhr, dann wird der Lift abgeschalten. Seit ihn jemand von der Bergwirtschaft macht, wieder hoch. Wie der alte Wöllner, wenn er zum Stammtisch ins Rosenbräu wollt. Na, bis zum Rosenbräu ist er diesmal nicht gekommen. Der Tochter war das nie recht. Was? Sein Stammtisch im Rosenbräu. Der hat sich immer große Sorgen gemacht, weil der Alte hat eine angeborene Herzschwäche gehabt. Hat er Medikamente gebraucht? Er hat immer so Herztropfen dabei gehabt und regelmäßig nehmen mussten. Mehr weiß ich auch nicht. Wer konnte denn den Lift abschalten? Mit dem Notknopf? Theoretisch jeder. Den gibt's an der Tal- und an der Bergstation. Wer ist das fürs Erste? Ihr müsst mich dringend um den Lift kümmern. Mhm. Wir können gehen. Wenn wir noch was brauchen, dann rühren wir uns. Danke. Danke. Ja, komisch, oder? Herztropfen sind bei ihm nicht gefunden worden. Das heißt, er hat sie vergessen, oder? Oder jemand hat sie ihm weggenommen. Genau. Und dieser jemand wusste ganz genau, dass er die Nacht im Lift ohne seine Tropfen nicht überleben würde. Ich würde sagen, fahren wir hoch, oder? Von mir aus. Ich hab doch gesagt, die nach unten schauen. Dass man sie beim LKA überhaupt genommen hat. Deswegen heißt sie auch Landeskriminalamt, nicht Luftkriminalamt. Ja, ja. Grüß Gott, die Herren. Ja, servus, Michi. Soll ich mir Ihnen raushelfen? Geht schon, danke. Morgen, Herr Mohr. Morgen. Geht's wieder? Und? Also, der Lift ist in erster Linie tagsüber in Betrieb. Schon wegen die Touristen. Da gibt's denn jemanden, der sich um alles kümmert, ein gewisser Huber. Danke, Herr Mohr, das wissen wir alle schon. Mit dem Huber haben wir auch schon gesprochen. Wo ist denn die Anna? Die Tochter. Ach so, ja, die ist fertig mit der Welt. Die haben wir jetzt erst einmal nach Hause, also hier hochgebracht. Zur Bergwirtschaft? Ja. Ja, und wo ist die? Da hinten. Sehr fix, jetzt habe ich beinahe was vergessen. Sag bloß, du hast was, das wir noch nicht wissen. Ja, und was du so weitermachst, dann sag ich gleich gar nichts mehr, gell? Ein Tourist hat nämlich beobachtet, wann der alte Wöllner in den Lift gestiegen ist. Und? Was sollen wir raten? Ja, um 6:30 war das. Oder habt ihr es auch schon gewusst? Wusst nicht, aber geahnt. Alles klar. Frau Wöllner, wir müssen davon ausgehen, dass der Lift mit Absicht abgeschaltet wurde. Aber wer? Wer macht denn sowas? Hat Ihr Vater Feinde? Mein Vater ist. Das war kein einfacher Mensch. Da hat schon ab und zu einen Streit gegeben. Auch zwischen Ihnen beiden? Ich war immer hier oben. Wir haben die Wirtschaft miteinander gemacht, seit meine Mutter damals weg ist. Sicher, da hat schon ab und zu einen Streit gegeben. Sie wissen ja selber, wie das ist, wenn man Tag für Tag miteinander arbeitet. Frau Wöllner, wo waren Sie gestern Abend zwischen 6 und 7? Ich? Wir müssen dich das fragen. Bei meinem Freund, dem Peter Schlattner. Also in seiner Wohnung. Dann kann er das ja sicher bestätigen, oder? Nein. Er war nicht da. Wann ist er denn heimgekommen? Gar nicht. Ich heute in der Früh weg bin, war er immer noch nicht da. Er hat gestern Abend angerufen. Er war mit Spätzeln in München unterwegs. Haben Sie den Schlüssel für seine Wohnung? Ja, sicher. Was ist denn? Danke, das erste Mal. Für dich, danke. Was ist denn schon wieder? Ach, das habe ich vergessen. Diesen Kalender hatte der Tote in seiner Jackentasche. Das fällt aber früher ein. Ja, wisst ihr jetzt oder nicht? So, dann schon.
Besonders viele Termine hat er nicht gehabt. Aber heute Morgen war einer B.L. Wie könnte es sein? Ja, alles weiß ich auch nicht. Aber wahrscheinlich hat das etwas mit dem Mord zu tun. Du Schlamme. Mein Beileid. Entschuldigung. Wir haben bei Ihrem Vater so einen Kalender gefunden. Da ist für heute der Eintrag BL, B.L. Haben Sie eine Idee, wer das sein könnte? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Er hat nichts gesagt, dass er wen treffen wollte. Jetzt lassen Sie es gut sein, ja? Na, wieder schauen. Danke. Servus. Wir müssen das Mädchen nicht nur extra quälen, oder? Also, um 7:15 war sie bei uns am Hof. Die Nachrichten haben gerade angefangen gehabt. Und mit dem Radl braucht sie mindestens 1,5 Stunden von hier zu uns. Also, hat's Alibi. Was wird das? Ich hab gedacht, ich fang schon mal an mit dem Aufräumen. Weil sie brauchen ja das ganze Zeug eh nicht mehr. Das können doch Sie gar nicht beurteilen. Sie haben doch gehört, was der Chef gesagt hat. Ein Stockel aufräumen bringt da eh nichts. Der hält bloß noch Benzin drüber und anzünden. Ich fahr jetzt in Rosenbräu. Und weh, da ist nachher irgendwas durcheinander. Ich weiß genau, wo welche Akte liegt, gell? Mit den Fähigkeiten sollte man bei Wetten, dass auftreten. Und was machen wir jetzt? Jetzt holen wir einen Benzinkanister. Na, Frau Stockel, jetzt machen wir uns einen schönen Kaffee. Willst du runter in die Stadt? Ja, ich habe noch was zu erledigen. Ich bin gleich wieder da. Gut. Weil wir müssen uns zusammensetzen. Zusammensetzen? Ja. Wie das weitergeht mit der Wirtschaft. Wir schaffen das schon alles. Servus, Gavinia. Servus, Leo. Hab schon gehört, den alten Wöllner hat's erwischt. Ja, schlimme Geschichte. Sag mal, der war doch öfters bei dir zu Gast, oder? Nicht regelmäßig, aber in letzter Zeit ist er hin und wieder zum Stammtisch gekommen. Wer war da noch dabei? Ich weiß nicht, fällt das nicht unter Datenschutz? Ich glaube, da fällt leider Watschenbaum. Yes, sir. Ich beuge mich der Gewalt. Also, der Müller Franz ist dabei und der Andi Furtler, dann der Toni, der alte Italiener. Und meistens auch der Stadtrat, der, weißt du, wie der heißt, der Geschäftelhuber. Ah ja, der. Und, ja genau, der Bernd, der von der Bank. Der Lohmeier. Ja. Bernd Lohmeier, das kann passen, B.L. Sag mal, ist bei dir das Bier ausgegangen? Ich hol dir einen Kasten. Das ist nett. Was willst denn du schon wieder da? Ich hab dir schon mal gesagt, ich kann nicht einfach irgendwelche Informationen rausgeben. Was legst du denn so auf? Du weißt doch überhaupt nicht, was ich will. Nimm Platz. Danke. Pass mal auf, der alte Wöllner hat doch heute einen Termin bei dir gehabt, oder? Kann sein, kann aber auch nicht sein. Warum sollte ich dir das sagen? Schau, das Leben ist wie eine Bank. Irgendwann brauchst du wieder mal was von mir. Und dann bist du heilfroh, wenn du schon einiges aufs Gefälligkeitskonto eingezahlt ja, hast. Ja, ist ja schon gut. Der Wöllner hat einen Termin gehabt. Ich weiß aber nicht, warum. Ich könnte nur annehmen, es wäre um die neue Skipiste gegangen. Die will er doch schon seit Jahren betreiben. Und dafür hat er wahrscheinlich Verbündete gesucht. Lobbyarbeit nennt man das, gell? Wie du das nennst, ist mir eigentlich relativ wurscht. Für diese Skipiste hätte er die Zustimmung vom Schlatner gebraucht und die hat er noch nie gekriegt. Moment, welcher Schlatner? Ja, den vom Bioladen. Der ist doch mit der Anna Wöllner zusammen. Und dem seine Wiese grenzt oben ganz genau an die Bergwirtschaft. Ist dir da irgendwas bekannt? Wie war das Verhältnis vom alten Wöllner zu Anna? Das ist doch komisch, wenn die mit seinem ja, Erzfeind benannt ist. Oh mein. Die Anna ist eine, die möchte es an jedem recht machen. Und immerhin ist sie mit dem Vater auf dem Berg geblieben und hat sich um ihn gekümmert. Aber wer immer da ist, ist nichts wert. Und die Lieblingstochter, das war schon die Bärbel, glaube ich. Wieso glaubst du das? Wann immer Geld übrig war, hat er es nach Amerika geschickt. Ich habe doch die Beweise.
Lösungen gesehen. Hast du? Danke. Ja, du, besonders viel ist das jetzt nicht fürs Gefälligkeitskonto, aber vielleicht fällt dir noch was ein. Danke dir. Schönen Tag noch. Danke, Herr Kollege. Das habe ich schon selber rausgefunden. Ich bin gerade auf dem Weg zu. Danke, ciao. Grüß Gott, Herr Schlattner. Mein Name ist Sartori, Kriminalpolizei. Ich weiß schon, warum Sie da sind. Naja, traurige Sache. Ach, so traurig ist es für Sie doch nicht, oder? Wie meinen Sie das? Der Böllner und Sie haben sich regelmäßig vor Gericht getroffen. Ging immer von ihm aus, weil er seine geschissene Skipiste bauen wollte. Ich habe nicht mitgemacht. Eine Skipiste braucht kein Mensch. Und Sie das sagen? Und überhaupt durchsetzen hätte er es eh nicht können. Laut Beschluss vom Amtsgericht wäre ihm ein Probebetrieb wohl zugestanden worden. Herr Schlattner, wo waren Sie gestern Abend zwischen 6 und 7? Wollen Sie jetzt mir auch noch einen Mord anhängen? Also glauben Sie mir, das wäre mir der alte Gauner nicht wert gewesen. Überhaupt, ich habe ihn kaum gesehen. Sie sind doch mit seiner Tochter befreundet, oder? Aber ihm bin ich aus dem Weg gegangen. Also, wo waren Sie jetzt? In München, unterwegs mit ein paar Späßeln. 1,50. Also in Isauer. Und die Namen und die Adressen, bitte. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ist sicher nicht leicht, jetzt nach Amerika zurückzugehen. Ja. Weißt du, warum ich überhaupt drüber gegangen bin? Es war sein Traum, dass ich mal in Amerika Karriere mache. Er wollte mal auswandern, wie er noch jung war. Er hat es nie geschafft. Warum eigentlich nicht? Mei. Ich denke, zwei kleine Kinder, war das nicht so einfach. Es kommt mir jetzt alles so sinnlos vor. Ach, Bärbel, komm. Du darfst nicht an allem zweifeln. Oder gar Studium schmeißen, das hätte der Vater nicht gewollt. Ach, ich muss jetzt zum Pfarrer. Wegen der Beerdigung. Ja. Was wird denn das? Ich räume auf, das sehen Sie doch. Wie soll ich zu meinem Schreibtisch rüberkommen? Springen? Sie sind doch der sportliche Typ. Wie war es eigentlich beim Schlattner? Naja, jedenfalls hätte er ein Motiv gehabt, den Böllner umzubringen. Das Alibi überprüfe ich gerade. Herrschaft, passen Sie doch auf. Das waren die Obduktionsberichte 2000. Was haben Sie denn da, Frau Stockel? Das ist eine Broschüre zur Sicherheit am Arbeitsplatz, herausgegeben vom Innenministerium. Da geht es um wackelige Bürostühle und dass keine Verlängerungsschnüre frei verlegt sein dürfen. Also kabeln Sie da keine? Ich glaube, manchmal machen Sie das mit Absicht. Frau Stockl, das macht der Hofer doch mit links. Kommt deine Schwester? Die muss gleich da sein. Sag mal, Peter, wo warst denn du eigentlich letzte Nacht? Hab ich doch gesagt, ich war mit Martin und ein paar anderen unterwegs. Aber vorgestern hast du gesagt, dass der Martin im Urlaub ist. Nein, das hast du falsch verstanden. Hallo, was machst denn du da? Wir haben gedacht, jetzt wo wir mal beieinander sind, könnten wir doch mal reden, wie es jetzt weitergehen soll mit euch. Ich meine, dann kann er die Wirtschaft nicht allein weiterführen. Der Vater ist noch nicht einmal unter der Erde. Ja, ich weiß schon. Und außerdem, mit der Arbeit werde ich schon fertig. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ich bin's ja gewöhnt. Du willst doch nicht ewig da oben leben. Wir könnten doch die Wirtschaft verkaufen. Ich will das nicht. Du rätst dir leicht. Du gibst ja nichts auf. Du bist doch hier schon lange nicht mehr daheim. Willst du mir jetzt vorwerfen, dass ich weg bin? Das habe ich vor allem für den Vater gemacht. Ja, klar. Am Ende hat er dich gezwungen, dass du in Amerika studiert hast. Hey, was soll denn das? Du hast doch immer alles gekriegt, was du wollen hast. Du warst doch eh immer die Nummer eins. Du verstehst doch nichts. Gar nichts. Hast du überhaupt eine Vorstellung, wie es mir wirklich geht?
wie das ist, wenn's immer nach die Vorschriften von anderen lebst? Hör mal auf damit. Komm. Mhm. Verstehe. Ja, bitte, dann red halt. Und wann war das? Gut, danke. Wiederhören. Ja, ja, gut. Komm hier schnell rüber. Also bis gleich für den. Alibi vom Schlattner kann man vergessen. Ich hab gedacht, es gibt jede Menge Zeugen. Ja, aber erst ab 9:30. Erst um die Zeit war er bei seinen Freunden im Weinlokal. Was er vorher gemacht hat, weiß kein Mensch. Das heißt, er hatte theoretisch genug Zeit, den Lift abzuschalten und dann nach München zu fahren. Und dann steht der Schlattner morgen als erstes auf der Liste. Genau. Genau. Ja, dann sind wir beim Lohmeier, gell? Servus. So. Servus, ist da noch was eingefallen zum alten Wöllner? Ja, auch. Mein Vater hat gerade angerufen, ich hab's blitzt. Und? Schlimm? Er sagt 95, aber ich befürchte, das ist grob untertrieben. 95? Du Lohmeier, Matthias heißt er, gell? Ja. Ich hab dir da seine Autonummer aufgeschrieben. Danke. Ja, genau. Mir ist nur eingefallen, dass der alte Wöllner bei uns ein Schließfach gehabt hat. Und die eine Tochter, die Anna, hatte eine Vollmacht und einen Schlüssel. Sie hat aber nie Gebrauch davon gemacht. Ja, und? Bis vor einigen Tagen. Da ist bei uns gewesen und hat einmal reingeschaut. Hat sie was rausgenommen? Das weiß ich doch nicht. Die Leute sind doch allein in dem Raum. Ja, gut. Aber quitt sind wir da noch nicht, gell? Zwei Weißbier, bitte. Trinkst du auch was? Ich tippe ja auf den Freund von der Anna. Den Ölko. Mhm. Ihr Vater wollte doch diese Skipiste bauen. Das heißt, Bäume abhacken, Almwiesen zerstören. Naja, und bei den Ökos, da gibt's einige Fanatiker. Ja, aber der Schlatten ist doch kein Mörder. Ich glaube, für die Leute ist Blumenpflücken schon Massenmord. Ja, wahrscheinlich hat er gesehen, dass nur einer im Lift sitzt. Hat sich gedacht, das ist Energieverschwendung und hat ihn einfach ausgemacht. Das klingt schon plausibler. Mhm. Was machen Sie denn eigentlich da? Den Wein dekantieren. So was Ähnliches wie bei Ihnen das Weißbier einschenken. Ach so. Ja, und dann darf man nicht vergessen, die Anna erbt ja was. Da hat der Schlatten auch was davon. Ja, diesbezüglich würde mich interessieren, was die Anna in dem Schließfach gemacht hat. Und? Sind's fertig, Prost? Bei mir dauert es noch ein bisschen. Der Wein muss noch atmen. Sind's? Drum trinke ich ein Weißbier. Und jetzt holst du mal ein bisschen und du holst mal Petersilie, bitte. Alle Eier. Alle. Der Alte hat so eine ganz subtile Art gehabt, seine Töchter zu unterdrücken. Es wäre nicht zum ersten Mal, dass der jemand ausrastet. Naja, möglich wär's schon. Spinnt sie? Die Bärbel, die ist doch keine Kriminelle. Viel kriminelle Energie ist da nicht notwendig. Einfach Knopf drücken. Eben. Was redet sie eigentlich für einen Schmarrn? Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass da eine von den beiden irgendwas damit zu tun hat? Na wirklich. Ein bisschen Einfühlungsvermögen musst du doch auch als Mann haben. Ihr habt doch gesehen, wie fertig die beiden waren. Die Bärbel, die war heute hier, die ist total durch den Wind. Ja, vielleicht ist sie einfach nur eine gute Schauspielerin. Genau. Ich glaube, ich muss jetzt Holz machen. Das brauche ich noch. Wieso? Das Boot ist doch kaputt. Du schmeißt ja auch nicht das Gaspedal weg, wenn das Auto kaputt ist, oder? Doch. Okay, das Beispiel hinkt, aber jetzt gib her. Was macht Englisch? Ich komm morgen vorbei zu melden. Da wird sich die Stocklaber freuen. Vincent! Ich finde es jedenfalls seltsam, dass der seine Töchter so ungleich behandelt hat. Was meinst du denn damit? Ja, die eine lässt er oben auf dem Berg versauern und die andere schickt er zum Studieren nach Harvard. Und wie konnte sich das überhaupt leisten? Ich glaube, sie hat ein Stipendium. Die Bärbel war immer die Vorzeigetochter. Immer die Beste in der Schule. Ja, und sie hat ja regelmäßig aus Harvard geschrieben. Mhm. Ganze Berge von Briten. Wart. Wahnsinn, oder? Ja, wer so viele Briefe schreibt, dem geht's meistens nicht gut. Geschmarrn. Ist es so?
Was meinst, wie viele Briefe ich am Anfang nach München geschrieben habe? Was ist? Nix. Nix. Scheiße. Ja, Michi, bei uns dauert's noch. So, jetzt pass mal auf. Wir müssen noch mit Anna Wöllner vernehmen. Wir, nicht du. Und du sollst das einfach ins Kommissariat bringen. Nein, das ist nicht dein Job. Bring's einfach zur und Schluss. Ja, servus. Mach du wieder einen auf Sherlock Holmes. Wahrscheinlich sitzt er noch vor seinem Müsli. Die Zeit zur Kundschaft. Ja, machen wir uns Spaß. Lach dann später. Freizeitkabarettist, hä? Wir kommen gleich wieder. Mein Alibi, ja, was ist damit? Ja, das ist. Dafür bin ich eigentlich gar nicht zuständig. Ach so. Ja, andererseits, eigentlich macht's auch gar keinen Unterschied, gell? Darf ich? Frau Wöllner. Sie waren also gestern Abend bei Ihrem Freund, dem Peter Schlappner. Ja, stimmt. Der Peter, der war aber in München. Klar. Was haben Sie jetzt gemacht in der Wohnung? Hey, Fernseh geschaut ein bisschen, ja. Was war denn das für eine Sendung? Das war irgendwas mit Tieren, genau. Ja schon, aber Tiere, das ist jetzt ein bisschen allgemein. Was waren denn das für Tiere? Waren das jetzt Ameisen oder Löwen? Das waren Elche, genau. Elche in Kanada. Sie wissen aber schon, ich werde jede Ihrer Aussagen genau überprüfen lassen, okay? So, und was war jetzt nach diesem Elch vor ihm? Herr Schlattner! Herr Schlattner, Ihr Alibi stimmt nicht. Wieso? Angeblich sind Sie um 6 Uhr in Rosenheim losgefahren, waren aber erst um 21:30 bei Ihren Freunden in München. Von Rosenheim nach München braucht man normalerweise aber höchstens eine Stunde. Fehlen also 2,5 Stunden. Und? Habe ich halt was anderes gemacht in der Zwischenzeit. Geht das der Polizei was an? Allerdings. Schauen Sie, mein Kollege meint, Sie hätten ein Motiv gehabt, den alten Wöllner umzubringen. Und kein Alibi. Vielleicht sieht der Staatsanwalt das genauso. Wie sehen Sie das? Ja, ich muss sagen, in dem Fall bin ich ausnahmsweise einer Meinung mit meinem Kollegen. Danke. Also nochmal, wo waren Sie? Ja, ich war bei einer Frau, aber nicht, was Sie meinen, sondern das war eine Ex von mir. Warum erzählen Sie uns das nicht gleich? Sag ich's euch, erfahrt's die Anna. Und wieso sind die Weiber, kaum kriegen sie was mit, machen sie uns die Hölle heiß. Ist doch so, oder? Ja, schon. Aber ein bisschen was ist doch gewesen, oder? Unter uns gesagt. Na, wirklich nicht. Wir haben nur geratscht. Herr Schlattner, jetzt hören Sie mal auf mit dieser Rumräumerei, ja? Jetzt reicht's mir. Also? Es bleibt unter uns. Naja, ich mein, von meiner Qualität gibt's ja nicht viele und das weiß auch mein Ex und darum kommt's nicht los von mir. Naja, ich bin auch bloß ein Mensch, da ist halt passiert. Hilft das jetzt was für mein Alibi? Na, das hat uns jetzt rein privat interessiert. Den Namen der Dame bräuchte man noch. Was ist denn da los? Der Himmel herrscht auf Zeiten, das ist ja alles durcheinander. Also sagen Sie mal, da ist doch nichts durcheinander. Ich hab das aufgeräumt. Ich hab diesen ganzen Mist versandfertig gemacht. Ist überhaupt meine Hälfte? Sie sind ja wahnsinnig. Ich bin wahnsinnig, ja. Glauben Sie aber, was machen Sie da? Das ist doch alles Müll. Jetzt, hören Sie mal auf da. Finger weg, ich hab das da ganz Ort. Das ist Müll einfach, das gehört weg. Ja, ich räume ja schon auf. Ja, lassen Sie sich nur Zeit und machen Sie es sorgfältig. Der Besuch vom Doktor, vom Ministerialrat ist abgesagt. Ja, man hilft. Und? Dann gehst du zurück nach Harvard? Du bist gar nicht mehr in Harvard, stimmt's? Kommst denn da drauf? Deine Briefe. Die Briefe aus der letzten Zeit waren alle in New York abgestempelt. Das weiß ich nicht. Ich hab sie jedenfalls nicht nach New York getragen. Vielleicht, weil du eh schon dort warst. Ist doch so, oder? Ich bin schon nach dem ersten Semester nach New York.
Harvard, das war nichts für mich. Die Juristerei, das ist nicht meine Welt. Und was dann? Theater. Du weißt es doch. Ich wollte schon immer Schauspielerin werden. Okay. Aber doch nicht als Beruf. Doch. Ich spüre das in mir. Du kannst dir das gar nicht vorstellen. Diese irrsinnige Stadt und ich mittendrin. Tagsüber arbeite ich im Restaurant und abends auf der Bühne. Und Schauspielunterricht nehme ich auch noch nebenbei. Echt? Du spielst Theater in New York? Ganz ein kleines Theater. Ich habe immer gedacht, New York ist wahnsinnig teuer. Kannst du das leisten als Bedienung? Ja, das geht schon. Warum hast du mir nie die Wahrheit geschrieben? Ich wollte nicht, dass du mich für eine Versagerin hältst. Schaut ihr aus, bei mir daheim. Und ich soll immer mein Zimmer aufräumen. Werdet unverschämt, sonst kannst du dich leider schleichen, gell? Mei, Gerhard hat heute wieder einen Ton drauf. Wir daheim! Du, heute ist eigentlich noch ganz erträglich. Muss mal kommen, wenn wirklich Stress ist. Reiß dich zusammen jetzt wohl, gell? So, auf geht's. Amerika wartet. Nimmst die Maus? Schauen's, Frau Stockel, hier ist sie doch noch gekommen. Der Herr Ministerialrat. Mei, wenn ich das gewusst hätte. Na, das sollten Sie ja gerade nicht. So bekomme ich einen schönen Eindruck von Ihrem ganz normalen Arbeitsalltag. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Grüß Gott. Ja, was ist denn da hinter dieser Tür? Das sind die zuständigen Beamten unserer Mordkommission. Aber das ist jetzt, glaube ich, ganz schlecht. Ja, das ist gerade ganz schlecht, weil... Weil die ermitteln gerade in einem Mordfall. Ja, und da ist immer die Hölle los. Ja, ich will ja nur kurz Grüß Gott sagen. Frau Stockel, ich habe Ihnen doch gesagt. Kriminalhauptkommissar Hofer, Kriminalhauptkommissar Satori, das ist Ministerialrat Dr. Stoiber. Dr. Stieber. Die Dame im Vorzimmer sagte schon, dass es recht zugeht. Was macht denn der junge Mann da? Das hat folgende Bewandtnis. Wir, die Polizei, die Rosenheimer Polizei, es gibt da so eine neue Aktion im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, da können Schüler den Polizeialltag kennenlernen. Vor allem, wie man Polizeicomputer knackt. Das natürlich nicht. Sehr interessant. Ja, die Herren, dann will ich nicht länger stören. Frohes Schaffen. Es wäre schön, wenn Sie mir einen schriftlichen Bericht über diese Aktion schicken könnten. Was ist denn eigentlich mit dem Alibi vom Schlattner? Seine Ex hat's bestätigt. Ah, Michi, wo ist die Wöllnerin? Servus, die Herren. Alles schon erledigt. Ich habe Sie gerade noch einmal selber befragt wegen Ihrem Alibi. Ja, warten Sie mal, bitte schön. Und? Also, sie sagt, sie hat ferngesehen. Einen Film über Elche. Haben wir gedacht, schauen wir mal, fühlen wir auf den Zaun. Ich muss mal weg, die Herren. Herr Moll, Sie sollten es doch herbringen. Ich habe doch extra beim Sender angerufen, ich habe alles überprüft. Die sagt die Wahrheit, die hat wirklich ferngesehen. Kannst du aus der Fernsehzeitung haben. Frau Wöllner. Was wolltest du denn aus dem Safe rausnehmen? Nichts, ich wollte diese Papiere da zurücklegen. Kann das sein, Anna, dass diese Papiere schon einmal da drin waren? Dass du die irgendwann heimlich rausgeholt hast? Ich hab's vor einer Woche aus dem Schließfach raus. Aber ich war noch nie vorher dort. Und was wollten sie damit? Verkaufen.
Von dem Geld wollte ich, dass der Peter und ich ins Ausland fahren. Mein Vater hat mich ja nie weglassen. Auf der Reise wollten der Peter und ich heiraten. Hier hätten wir ja nicht heiraten können, das hätte er ja nie erlaubt. Und da haben Sie sich gedacht, am einfachsten wär's doch, der Vater ist gleich ganz weg. Nein, ich hab doch nie dran gedacht, den Vater, ich meine, warum hätte ich das denn tun sollen? Hey Anna, vielleicht weil du gewusst hast, dass er zur Bank will, dass er dort einen Termin hat. Und dann hast plötzlich befürchten müssen, dass er ein Schließfach geht und den Diebstahl bemerkt. Nein, ich war's nicht, bitte, bitte. Ihr müsst mir glauben, ich war's nicht. Sie, was machen Sie da? Komm, wir gehen. Du musst ihnen keine Fragen beantworten. Oder ist sie am Ende schon verhaftet? Frau Böllner, warum haben Sie uns eigentlich erzählt, dass Sie in Harvard Jura studieren, wo Sie doch als Bedienung in New York arbeiten? Was machst du? Ach, das geht niemandem was an. Das ist meine Privatsache. Stimmt nicht ganz. Soviel ich weiß, brauchen Sie gerade dringend Geld. Ich habe vorhin mit Ihrem Ex-Arbeitgeber telefoniert, dem Wirt vom Village Stein in Brooklyn. Und der hat mir erzählt, dass Sie ihm und anderen Leuten so an die $30,000 schulden. Kommt doch so eine Erbschaft gerade recht. Denken's doch, was wollen. Ich bin jedenfalls zur Tatzeit mit Ihnen zusammen an einem Tisch gesessen. Das stimmt nicht ganz. Sie waren auf dem Weg zu uns. Macht das einen Unterschied? Bei dir hat geklappt, sie muss immer Leistung bringen. Bei dir gibt's kein Versagen. Und wenn, dann muss sie es verheimlichen, sogar vor dir. Ich hätte mir einfach mehr Vertrauen gewünscht. Und dann erzählt sie mir, alles ist so toll in New York. Die Wegen. Sein Sauwetter. Vincent, was machst du denn da? Ein Boot! Die Anleitung hat er aus dem Internet. Hat ihm die Stocke gezeigt, wie er an sowas rankommt. Die alten Paddel passen aber nicht zu dem Boot. Und dann geht's auf den Chiemsee, ja? Auf den Kundelsee. Kundelsee? Das ist doch der See in der Nähe von dieser Bergwirtschaft, oder? Genau, das ist er. Weißt du das nur, da sind die Bärbel und ich früher immer mit dem Ruderboot rausgefahren. Da geht die Straße vorbei und dann zur Liftstation. Himmelherrschaftszeiten. Der See. Meist er mir Deppen. Allerdings. Was? Ich glaube, Sie haben den Lift abgeschaltet. Aber ich habe doch ein Alibi. Nein, Frau Wöllner, Sie haben kein Alibi. Aber ich war doch mit dem Fahrrad unterwegs. Ich brauche mindestens 1,5 Stunden zu Marie. Das wissen Sie doch selber. Ja, wenn Sie um den See rumfahren, dann schon. Wenn du aber mit dem Boot über den See fährst und dann mit dem Fahrrad weiter, dauert höchstens eine halbe Stunde. Frau Wöllner, wir haben unten am See ein Ruderboot gefunden. Und ich möchte wetten, auf den Rudern sind Ihre Fingerabdrücke drauf. Bärbel. Bärbel sagt, dass das nicht wahr ist. Was weißt du schon, wie das ist? Wenn's dein Leben lang immer unter Druck stehst, immer die Beste sein musst. Sonst ist der Vater enttäuscht. Und das willst du ja nicht. Ich hab Harvard gehasst. Ich wollte auch endlich mal frei sein. Sollte ich denn so weit weg von hier, um nur wieder seine Träume zu erfüllen? Warum bist du nicht drüben geblieben und hast gemacht, wovon du geträumt hast? Ich hab Schulden. Und ich war fertig. Ich hab solche Angst davor gehabt, es ihm zu sagen. Ich habe ihn um Geld gebeten und er hat gesagt, er gibt mir was. Aber erst will er irgendwas von Harvard sehen, irgendwelche Scheine, irgendwelche Diplome. Wahrscheinlich hat er was geahnt. Und ich habe so eine scheiß Angst gehabt. Ich habe das Geld gebraucht. Bevor er runter ist, habe ich ihm die Herztropfen aus der Jacke genommen. Und der Rest war ganz einfach.
nur noch auf den Knopf gedrückt und alle Probleme lösen sich von selbst. Fall gelöst? Selbstredend. Die Frage war ja wohl eher rhetorisch, oder, Frau Stocker? Ja, dann haben Sie jetzt Zeit für die kommenden Aufgaben. Wieso? Hat schon wieder ein Mord gegeben? Nein, diesmal ist es nicht ganz so einfach. Es haben sich etwa 50 Polizeimitarbeiter aus ganz Bayern angemeldet. Die möchten sich über diese Aktion an den Schulen informieren. Und Sie haben die Aufgabe, den Herrschaften das Gebäude zu zeigen und ihnen alles zu erklären. Ah, meine beiden Herren Hauptkommissare sind erfolgreich zurück. Ja. Darf Ihnen dann viel Spaß wünschen für die kommende Woche. Also, schönen Feierabend. Kommen Sie, Frau Stocker. Ja, wiederschauen, gell? Wiederschauen.